Hallo und herzlich willkommen bei Du kochst. Es sind besondere Zeiten und da alle Gasthäuser, Restaurants und so weiter zu sind, sind wir ja fast gezwungen, selber daheim zu kochen. Viele Leute haben sich ja schon mit mengenweise an Nudeln oder verschiedenen Teigwaren eingedeckt. Und ich habe gesehen, es gibt auch sehr viele Leute, die kaufen fertigen Sugo. Es ist aber eindeutig einfacher und auch billiger, den Sugo selber daheim zu machen. Und deswegen gibt es heute Spaghetti alla Matriciana. Ich muss auch sagen, es ist nicht ganz die richtige Rezept, beziehungsweise nicht das ganz richtige Rezept, aber sie schmecken 1A. Und wir kommen schon natürlich zu den ersten Arbeitsschritten. In 20 Minuten sollten wir essen können. Erster Arbeitsschritt ist mal den größten Topf, den wir haben, mal aufs Herz zu stellen. Die Grundregel ist immer, pro 100 Gramm Spaghetti braucht es 1 Liter Wasser und 10 Gramm Salz. Also Wasser aufstellen und dann mal Vollgas zum Kochen bringen. Und inzwischen kommen wir mal zu den Zutaten. Wir haben heute für 4 Personen 320 Gramm Spaghetti. Wir haben hier eine Dose geschälte Tomaten genommen. Und zwar Tomaten im Ganzen. Ich nehme Tomaten im Ganzen, weil die wurden noch nicht passiert bzw. noch nicht durch den Mixer gedreht. Warum? So haben wir alles von der Tomate, außer die Schale, die brauchen wir nicht, die ist auch nicht ganz fein beim Essen. Aber wir haben wirklich alles, die gesamte Tomate und den meisten Geschmack, den wir von der Tomate bekommen können. Dann haben wir hier gewürfelten Speck. Normalerweise sollte man Bauchspeck oder besser gesagt Guanciale verwenden, aber ihr könnt natürlich das nehmen, was im Eiskasten bzw. im Kühlschrank noch rumliegt. Den ganzen einfach fein würfeln. Das sind ca. 200 Gramm. Und dann haben wir 75 Gramm Hartkäse. Am besten Pecorino, aber es gibt auch jeder Parmesan bzw. Parmigiano Reggiano oder auch ein Grana Padano. Olivenöl und Chili. Während unser Wasser kocht, fangen wir an, in einer Pfanne die Pfanne heiß zu machen und unseren Speck dazu zu geben. Dieser wird jetzt ganz langsam auf Temperatur gebracht, sodass das Fett ausrinnen kann. Während unser Speck langsam vor sich hin brutzelt und das gesamte Fett so quasi ausrinnt und man merkt das daran, dass das Ganze glasig wird, können wir uns langsam mit unseren Tomaten befassen. Die Tomaten sind, wie man sehen kann, im Ganzen und wir müssen einfach jetzt mal Hand anlegen und die Tomaten einfach zerteilen. Es muss nicht fein sein, einfach grob, wenn ihr Kinder daheim habt, lasst einmal mit den Händen reinfahren, das ist ziemlich spaßig und einfach das Ganze zerstückeln. Es muss nicht perfekt sein, es muss nicht alles gleichmäßig sein, einfach grob in Stücke reißen. Warum machen wir das mit den Händen und einfach nicht durch den Mixer? Jeder Mixer würde auch die Samen, die darinnen sind, einfach zu stark mechanisch pürieren und das würde dazu führen, dass das Ganze bitter schmeckt. Aufpassen, dass unser Speck nicht zu stark anbrennt, aber er soll schön knusprig und kross sein. Sobald unser Wasser kocht, Salz hinzufügen. Kleiner Tipp von meiner Seite, immer warten, bis das Wasser kocht und dann erst salzen. Das hat den einen Grund, es dauert einfach weniger, bis das Wasser kocht, denn sonst bildet sich eine Salzlake ganz unten am Topf und es dauert einfach länger. Kochzeit für Spaghetti Nummer 5 sind 8 Minuten, also einfach Uhr einstellen. Kleiner Tipp, Holzlöffel einfach über den Topf legen, so dreht das Wasser nicht aus. In der Zwischenzeit geben wir unser Speck wieder raus und zurück in unser Teller oder Behälter, was wir hatten.
dass er auskühlt und richtig knusprig wird. Wir lassen das Fett unseres Specks in der Pfanne und geben die Tomaten dazu. Diese natürlich zum Kochen bringen, ab und zu umrühren, dass nichts anklebt oder anbrennt. Ein wenig salzen. Und einfach weiter kochen. Beim Salzen aufpassen, wir haben sehr salzige Komponente. Speck ist salzig, Reibkäse ist salzig, also nicht unbedingt die Tomaten übersalzen. Klein wenig Chili. Nicht vergessen, ab und zu die Spaghetti umrühren. Unsere Spaghetti kochen mittlerweile seit 7 Minuten und das ist jetzt ein kleiner Trick. Ich nehme sie jetzt schon vom Wasser raus und es wird weitergekocht in der Pfanne in der Soße. So, Spaghetti in der Pfanne, um uns dabei ein klein wenig zu helfen, ein klein wenig Kochwasser von den Nudeln, sonst wird das Ganze zu trocken, und einfach bei hoher Flamme bzw. voller Stärke zu Ende kochen. So haben wir die Möglichkeit, dass die Nudeln noch stärker rauslassen können bzw. die Soße eine cremigere Bindung erhalten. Wir geben jetzt den halben Speck dazu. Rühren. Falls die Nudeln zu trocken werden, immer ein klein wenig Kochwasser dazu geben. Nach circa 2 Minuten in der Pfanne sind die Nudeln fertig und wir können anrichten. Den restlichen Bauchspeck drüber. Ein klein wenig Öl. Und den Käse. Und zum Abschluss noch ein klein wenig Pfeffer. Ja, das war's schon. Bereit zum Essen. Ich wünsche euch Mahlzeit und bis bald. Das war's, wenn du kochst.